MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Auch wenn man kein Star Wars Fan ist, kennt man sie normalerweise oder hat zumindest schon von ihnen gehört, die Lichtschwerter. Es sei denn natürlich, man lebt irgendwo am Arsch der Galaxis, zum Beispiel auf Tatooine oder so, aber normalerweise kennt man diese berühmten Waffen der Jedi und Sith. Schon als die Machtnutzer der hellen Seite von Tython, 25.783 vor der Schlacht von Yavin, den Jedi-Orden auf Ossus gründeten, war das sogenannte Jedi-Schmiede-Initiationsritual Bestandteil ihrer Tradition. Dabei musste Machtenergie in ein Metallschwert geleitet werden, wodurch dessen Klinge eine übernatürliche Schärfe und Stabilität annahm. Dieser Ritus lebt heute noch in der Ausbildung der Padawane weiter, die als Prüfung selbst ein Lichtschwert konstruieren müssen. Damals waren sie aber noch sehr instabil und verbrauchten zu viel Energie, sodass sie oft nur zu zeremoniellen Anlässen benutzt wurden. Das erste Lichtschwert wurde von einem Jedi auf Tython, genannt der Waffenmeister, angefertigt. Im 7. Jahrtausend vor der Schlacht von Yavin waren sie schon besser entwickelt, doch um sie mit genügend Energie zu versorgen, war eine externe Energiequelle nötig, die man entweder am Gürtel oder auf dem Rücken trug und die über eine Art Kabel mit dem Schwert verbunden war. Nach dem großen Hyperraumkrieg, 5000 Jahre vor der Schlacht von Yavin, entwickelten die Jedi schließlich das moderne Lichtschwert mit seiner internen, selbstaufladenden Energiezelle, das bis heute fast unverändert geblieben ist. Was jetzt aber auffällt, ist, dass die erste Klinge aussieht wie die neueren Lichtschwerter. Warum das so ist, ist bisher unbekannt. Womöglich wurde dieses Lichtschwert später modifiziert, um wieder verwendet werden zu können. Parallel zur Entwicklung der Lichtschwerter wurden auch die konventionellen Nahkampfwaffen weiter verbessert. Mit Vibro-Waffen war es möglich, Lichtschwerthiebe abzuwehren, da sie ein Energiefeld um ihre Metallklinge besaßen, das sie sowohl widerstandsfähiger als auch schlagkräftiger machte. Um 4000 vor der Schlacht von Yavin kam es regelmäßig vor, dass sich Jedi gegen Gegner mit Vibro-Waffen durchsetzen mussten, die damals durchaus zur Standardausrüstung von Soldaten und Söldnern gehörten. Später allerdings verloren sie mehr und mehr an Bedeutung und wurden von immer besseren Fernkampfwaffen verdrängt, die auch zu Veränderungen der Lichtschwertkampfstile führten. Nach George Lucas' Vorstellung sollten sich die Lichtschwerter nicht nur durch pure Stärke oder Durchschlagskraft, sondern vor allem durch ihre Vielseitigkeit und Genialität hervorheben. Zunächst war es vorgesehen, dass sie als gängige Waffen zur Standardausrüstung eines jeden Soldaten gehören sollten, ganz gleich ob Sturmtruppler oder Rebell. Jedoch änderte George dies und ließ nur noch die Jedi und die Sith solche Waffen handhaben, um diesem Orden eine gewisse Einzigartigkeit zu verleihen. Somit war auch der Symbolcharakter dieser einzigartigen Schwerter geboren und da muss man ganz klar sagen, gute Entscheidung, Bruder. Da es nach dem heutigen Stand der Technik noch unmöglich ist, ich betone noch, ein Lichtschwert zu konstruieren, wurde für die Dreharbeiten mit Attrappen gearbeitet. Da seid ihr jetzt geflasht, was? Sie benutzen einfach Attrappen und keine echten Lichtschwerter und da ihr so nerdig seid, dass ihr dieses Video schaut, kann man sagen, dass im Prinzip euer ganzes Leben eine Lüge war. Und meins auch. Und soll ich euch noch was sagen? Ihr wurdet von Star Wars Flash soeben geflasht. Super, das Niveau ist mal wieder unter die Nullgrenze gesunken, weiter geht's. Die Lichtschwerter bestanden in der Prequel-Trilogie aus dem originalgetreu nachgebildeten Heft und einem Aluminiumstab als Ersatz für die Energieklinge und waren damit leichter zu führen als die schweren Exemplare der klassischen Trilogie. Um zudem das Ablösen von gefährlichen kleinen Metallspänen beim Zusammentreffen der Klingen zu verhindern, wie man es bei den Proben zu Die dunkle Bedrohung, also Episode 1, beobachtet hatte, wurden sie in eine dünne Kunststoffschicht eingeschweißt. Das Heft konnte mithilfe einer Gussform beliebig oft reproduziert werden, sodass man mehrere Ausführungen aus verschiedenen Materialien anfertigen konnte. Neben einem klingenlosen Schwert, das die Schauspieler am Gürtel trugen, und mehreren mit Klinge, die zum Fechten verwendet wurden, konnte man dank einer neuen Fertigungstechnik sogar Attrappen aus Gummi herstellen und verchromen. Diese kamen genau wie die Gummiattrappen der anderen Waffen bei Stunts zum Einsatz, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Die Schauspieler bekamen intensiven Fechtunterricht und kämpften auch in den meisten Szenen selbst, was für die jüngeren Akteure auch kein großes Problem darstellte. Für extrem gefährliche oder schlichtweg unmögliche Kampfaktionen kamen sowohl menschliche als auch digitale Doubles zum Einsatz. Bei dem mehr als 80 Jahre alten Christopher Lee zum Beispiel kam ein Double zum Einsatz, da er die meisten Kampfbewegungen nicht mehr selbst ausführen konnte. Lees Gesicht wurde später dann digital eingefügt.
Da die Attrappen weder leuchteten noch Geräusche außer einem trockenen Klacken beim Aufeinandertreffen von sich gaben, musste man, wie auch schon in der klassischen Trilogie, das Glühen in der Post-Production hinzufügen. Das charakteristische Brummen der Lichtschwerter wurde ebenfalls künstlich erzeugt und später aufgespielt. In der Originaltrilogie wurde für das Brummen ein Geräusch verwendet, das zur Hälfte ein Zufallsprodukt war. Man hatte damals das Geräusch eines alten Filmprojektors mit einem Ton gemischt, den der Toningenieur Ben Bird versehentlich aufgenommen hatte, als er einmal einem Fernsehgerät mit dem Mikrofon zu nahe kam. Dieses Brummen wurde für die Prequel-Trilogie kaum verändert, es wurde lediglich synthetisiert, anstatt die Originalaufnahmen zu verwenden. Für das Doppellichtschwert von Darth Maul wurde jedoch ein leichtes Flackern in den stetigen Ton eingebaut, um es nicht nur optisch, sondern auch akustisch von den Standardschwertern von Qui-Gon und Obi-Wan abzuheben. Ach ja, Freunde, war das Duel of the Fates nicht ein extrem geiler Lichtschwertkampf? Schreibt mal in die Kommentare, was war eurer Meinung nach bisher der beste Lichtschwertkampf und was ist eure Lieblingslichtschwertfarbe? Also im Kanon, weil in Legends gibt es da einfach zu viele, da verliert man den Überblick. Checkt mal gerne ansonsten noch die Videos im Abspann ab. Ich habe euch hier ein weiteres sehr interessantes Star Wars Video reingepackt und zusätzlich eins von meinem Gaming-Kanal, den ihr unbedingt mal abchecken müsst. Ansonsten ist alles auch in der Beschreibung. Danke fürs Einschalten, ansonsten haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.